Mein Name ist Michael Kruse. Ich habe nach dem Landwirtschaftsstudium in Osnabrück mit Ökolandbau angefangen und stehe seit 1989 in Bramsche auf dem Wochenmarkt. Mein Name ist Martina Heidebreck, ich bin 52 Jahre alt und Diplom-Gartenbauingenieurin und lebe seit über 20 Jahren auf diesem Hof hier. Ökolandbau bedeutet in erster Linie, wir arbeiten ohne chemisch-synthetische Pflanzenbehandlungsmittel, ohne chemisch-synthetische Düngemittel. Es ist mir wichtig, dass wir ganz viele Kulturen selber anbauen, verschiedene Gemüsearten, Kräuter, Kartoffeln. Wir haben eigene Hühner, wir haben Rinder. Und wir verkaufen unsere Produkte bei uns im Hofladen, auf dem Wochenmarkt und in einem Automaten oben an der Straße. Dadurch, dass wir betrieblich sehr klein strukturiert sind, müssen wir im Prinzip alles machen. Das bedeutet also, wir selber gehen mit aufs Feld, ernten, bauen an, pflanzen, pflegen und anschließend fahren wir eben auch selber zum Wochenmarkt, um unsere Ware zu verkaufen. Wir versuchen das ganze Jahr durch eigene Möhren zu verkaufen. Wir bauen erst frühe Sorten an und dann die Lagermöhren. Lagern wir im Kühlhaus ein und können das ganze Jahr die Möhren dann verkaufen, sodass wir nicht auf ausländische Ware angewiesen sind. Also unser Ziel ist, möglichst lange saisonal und regional die Sachen von hier zu haben. Angefangen haben wir mit der mobilen Hühnerhaltung vor 9 Jahren, weil das aus unserer Sicht das beste System eigentlich ist, weil die Hühner ständig neue Flächen, wir wechseln circa alle 14 Tage mit der Fläche. Dadurch haben die Hühner immer schön grünes Futter zum Ficken neben dem normalen Futter. Die legen schmackhafte, gute Eier. Regional bedeutet in erster Linie saisonal sich auch zu ernähren. Wir haben zwar auf dem Wochenmarkt auch das ganze Jahr über Tomaten im Angebot, weil die Kunden es eben wollen. Aber wenn mich im Winter jemand fragt, wie schmecken die Tomaten, sage ich einfach, weiß ich nicht, weil ich esse jetzt keine Tomaten. Unser Hofladen hat ja nicht immer auf und da haben wir zusätzlich noch den Automaten an der Straße, den Verkaufsautomat. Und im Regiomat kann man Tag und Nacht Eier, Kartoffeln, Milch und noch ein paar andere Produkte von uns erwerben. Ja, für uns ist ja regional schon mehr oder weniger lokal. Das heißt, wir stehen hier 2,5 Kilometer vom Bramscher Marktplatz weg, wo wir unsere Ware verkaufen. Also regionaler als lokal geht nicht.